damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu An diesem Tisch wird gecringed. Applaus für meine heutigen Gäste. Leo, Ibi, Oskar und Bruno. Ja! Ja! Bin ich nicht auch dein Gast? Ja, unter meinen Man-Boobs verbirgt sich ein riesengroßes Herz. Und da steckst du natürlich drin. Oh. Liebe Freunde, ihr habt kommentiert, und zwar unter dem letzten Video mit Klaas Häufer Umlauf. Und zwar ging es in die ähnliche Richtung. Blamieren oder verlieren hieß die Rubrik. Und da hat Seizenstein, toller Name für jemanden, der lispelt, 3417 hat geschrieben: Ich musste echt pausieren, konnte mir dieses Cringe-Feuerwerk nicht am Stück geben. Und so wird es heute auch sein, denn wir werden heute cringen. Dennis, die Regel? Erstmal Entschuldigung für meine Haltung, auch in die Runde. Ich habe, glaube ich, einen Hexenschuss oder irgendwas. Deswegen bin ich hier schon mal rollbar. Ich kann mich also nur so zu euch drehen. Das ist aber auch okay, oder? Was sagt ihr? Das finde ich okay. Das ist gar kein Ding. Du musst aber abbrechen. Du bist Mensch und bleibst okay. Mensch. Ja. Okay. Ey, das sind die Boys von Intimate. Eine neue tolle Serie. Ich habe keinen Bock, ein Join Plus Abo zu kaufen. Aber wenn ihr da Bock drauf habt, kann ich vollstens verstehen. Das sind die Spielregeln. Vor uns steht ein Zylinder mit 7 Eingriffen. Im Zylinder befinden sich 7 Kugeln. 6 in Gold, 1 in Cringe Grün. Und vor jeder Runde wird eine Aufgabe verlesen. Und wer die grüne Kugel zieht, der muss diese cringige Aufgabe erfüllen. Schämt euch schnell? Ja, extrem schnell. Extrem schnell. Denkt mal, eure Serien sind ja eher so, wo man auch mit Scham behaftet, aber ihr schämt euch das ist so ein bisschen unsere Eigentherapie, deshalb, weil wir uns so schnell schämen und im Alltag. Ja. Okay. Bruno, kannst du die Kappe nur mal auflegen? Wie meinst du? Ach so. War ein bisschen tief, oder was? Nee, das sieht gut aus. Ich wollte mal gucken, wie es aussieht. Manche Leute tragen die Kappe ja nur aufgelegt. Ein bisschen nach vorne, machen wir ein bisschen nach vorne. Noch ein bisschen nach vorne, weiter nach vorne. Wie meinst du das? So, weiter nach vorne. Schirm nach vorne. So, nee, nach vorne. Ich weiß, was er meint. Komm her. Was denn? Das findet er gut, wenn er so ist. Oh, Entschuldigung. Ach, okay. 2 Gramm hätte ich gerne. Wer die grüne Kugel zieht, muss das Aussehen seines Geschlechtsteils beschreiben. Wichtig, bitte sehr, sehr detailliert. Benni? Also ich bin im Besitz eines Blutpenises. Wie war das nochmal? Fleisch ist der wird quasi nur fester, aber der ist schon lang. Ja. Damit kann ich nicht dienen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin immer überrascht, was aus diesem kleinen Erzschnitt werden kann. Okay, noch mehr Details. Super. Ist ja nicht nur ein Pipi. Ich bin nicht mehr dran. Ich bin nicht beschnitten. Ja. Meistens so ein bisschen stoppelig unterwegs. Ich habe auch keinen Schmuck. Prinz Albert ist ja jetzt wieder modern. So einen kleinen Ring an einer Eichel habe ich nicht. Ist wirklich, also letztes Jahr gesehen. Hoden, wie ist der aufgebaut? Größe ungefähr? Absolut okay. Mach mal nach mit der Hand. Kommt drauf an, wenn es kalt ist, natürlich zusammengezogen. Nee, Hoden bleibt immer gleich. Nee, wenn es kalt ist, im Hoden zusammengezogen. Bei mir auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Bei mir auch. Bei dir nicht, oder was? Doch, doch. Ja, gut. Ich weiß euch das detailliert genug. Ja, vielen Dank. Schon. Super, ja, danke dir. Ganz kurz. Eichelfarbe, Weinrot, Teewurst. Farbe Teewurst. Na, will ich mal zum Arzt gehen. Okay. Wer die grüne Kugel zieht, muss jedem Mitspieler sagen, was er hässlich an ihm findet. Und am Schluss sagt er, was schön an ihm selbst ist. Okay. Hände. Oh nein! Okay. Ich hab's. Jeder hat einen. Hier unten links. Nein, wir sind jetzt! Habt ihr? Hast du schon gesehen? Ich hab viel. Hat jeder einen Ball? Ich weiß nicht, ob ich sie hab. Ich weiß nicht. Hände. Raus! Oh ja! Yeah! Oh, Quelle wieder rein. Ja, Emil. Ha? Okay. Du machst das, Emil. Du machst das. Ich werde jetzt schon rot. Okay, ich fange bei Leo an. Bei dir finde ich deine Hose nicht so nice. Okay, bei dir finde ich das gelbe Shirt steht dir nicht so. Ja. Okay, bei Oskar. Jetzt wird schwierig. Das ist ein Gesamtpaket. Ist ne? Gesamtpaket eher eigentlich. Ich weiß da gar überlegt nicht. Er, ne? Da überlegt er. Wo ist so eine Warze an der Hand? Hast du irgendwo eine Warze weg? Ist weg. Die ist weg. Dennis hat auch eine Warze früher. Ja. Wirklich? Ich wurde auch vereist. Ja. Hast du die irgendwo noch eine Warze? Meine ist durch Salzwasser weggegangen. Durch ganz viel Salzwasser. Cool. Deine Geheimratsecken finde ich. Danke. Die hab ich auch. Zeige ich jetzt nicht. bei Bruno. Alles schön. Bruno hat große Füße. Oh. Aber das ist eigentlich nicht hässlich. Also eigentlich, kannst du mit Geld verdienen, auf jeden Fall. Ja, ja. Kannst du mit Geld verdienen, ja. Hat auch schon. Ich sag jetzt eigentlich, einfach Füße, obwohl die eigentlich, eigentlich mag ich sein. Ja, ja. Danke. Dennis, jetzt bist du mal dran. Ja, deine Haltung, deine Sitzhaltung ist gerade echt nicht so gut. Ist echt unangenehm. Sympathisch.
das, ich finde blau und grün. Boah, jetzt bin ich ganz. Ich finde, Dinger. Ich finde immer blau und grün ist schwierige Klamottenkombo. So wie rot und blau. Rot und blau. Zieh das T-Shirt. Weißes Mal macht weißes T-Shirt. Ja. Aber das T-Shirt an sich ist eigentlich voll geil. Jetzt alle hätten. Sag, was du schön an dir findest. Ich mag die blaue. Ich mach die blaue Jacke. Nur Klamotten. Nur Klamotten. Wer die grüne Kugel zieht, muss seine Lieblings-Porno-Szene nachspielen. Mindestens ein anderer Mitspieler muss mitmachen. Oh mein Gott, Alter. Hände rein! Wieso macht man immer schnell, als ob man dann weniger die grüne bekommt? Oh, ich hab Angst. Ich hab Angst. Ey, ich hab keine. Ich hab so Angst. Hände raus! Nein! Oh, fuck, ja. Mich lässt du raus. So, Dennis, mal gucken, welche der vielen Szenen du gerne nachspielen möchtest. Oh nein, das war genau die Scheiße, die ich nicht machen. Mach mal den Ball rein. Danke. Boah, das geht, ich kann das nicht nochmal. Aber dann, dass du was genau hast, ist schon geil. Kennst du diese Filme, wo da so ein Bus rumfährt und so? Ja. Wo die Sitze rausgenommen wurden, solche Geschichten. Wir reden jetzt von der deutschen Variante oder von der amerikanischen? Nicht die deutsche Variante, das amerikanische Original. Ja, gut, wenn der Grüße nicht mehr aus, wer will denn? Ich möchte nicht, dass es. Du wirst auch nicht. Ich hab auch. Max kommt sowas immer gerne. Max, komm! Bin ich denn der Busfahrer oder wer bin ich? Nee, du bist jetzt Regisseur, ne? Nein, ich will es nicht machen! Ja, ich bin, warte, bin ich. Max die Rolle. Ich bin der aktive Part, ja, ist klar. Okay. Und ich bin der Busfahrer, der dich anlockt. Nee, du bist kein Busfahrer. Nein, nein, der Busfahrer fährt. Da kommt ja eine Dame, die wird ja aufgesammelt. Du bist die Dame. Ich bin die Dame. Nein, aber es wird doch immer der Typ aufgesammelt. Ja, stimmt! Wissen wir, ja, stimmt, aber stimmt. Es geht beides. Der Profi, es wird ja immer der Typ wird eingesammelt. Der wird ja ausgeschmissen ohne Klamotten, der wird ohne Klamotten rausgeschmissen. Genau, der wird dann immer wieder raus. Aber Leo, wenn du das so genau. Nein. Du bist echt der Mann dafür. Da geh auf die Knie! Da geh auf die Knie! Du magst los, komm! Ja, was, ich brauche ja Regie. Ja, auf die Knie! Auf die Knie, du sollst auf die Knie! Das ist das Finale und du gehst auf die Knie! Oh Gott, das gewinnt! Geh auf die Knie! Oh Gott! Kann doch gar nicht. Aber ich weiß, was du spielst, das ist geil. Ich soll jetzt wirklich auf die Knie. Kennst du nicht? Los! Ja. Ach, es ist das Finale. Das ist ja. Nein. Ach so, er spritzt ab, Dennis, komm! Max, ran da jetzt! Ja, ran da! Runter, Max! Ein bisschen Enthusiasmus, Max. Wir nehmen doch hier die Schnipsel. Ich hab das auch noch nie gemacht. Ja, genau, super! Okay, Max, ran da, komm. Max, helfen! Schäfen. Scheiße. Das ist ja so. Scheiße, was soll denn das? Ja. Geil, Max. Wow, wirklich geil. Geil. Der Wahnsinn. Aber es war fast wie ein echt. Ich kann ein T-Shirt jetzt wechseln, also ich bin durch. Oh Gott. Was heißt Intimate? Auf Deutsch. Intim, ja. Plus wir haben noch das Wort Mate eigentlich mit reingenommen in der Aussprache. Intime Freunde. Eigentlich ist es ja intim. Ich habe es vorher nicht so richtig gecheckt, wie wir es aussprechen, weil wir machen das seit 2016 und da haben wir dann gedacht, es heißt Intimate. Ist das nicht so ein Dessous-Label von Heidi Klum und Leni Klum? Intimissimi. Das klingt so, ne? Intimissimi. Intimissimi. Ja, nee, aber Intimate heißt eigentlich nicht nur, das soll nicht nur intim heißen aufgrund von Sex und Erotik, yeah, genau. Und so, sondern auch intim in zwischenmenschlichen Freundschaften. Weil oft ist das ja das Intimste. Ja. Gerade die Alltagsgespräche, die sind ja oft sehr intim, weil es oft sehr cringe wird. Ja, genau. Und alle sagen immer, unsere Serie ist so cringe, aber eigentlich ist unser Leben nur, unsere Serie nur das echte Leben. Weil man, eigentlich ist es auch den ganzen Tag in allen möglichen Gesprächen ist ja immer ganz viel cringe dabei. Immer. Voll. Zu sehen gibt es das auf Join und auf ProSieben oder in ProSieben, wie heißt das, Dennis? Wie ist es richtig? Bei ProSieben. Morgen um. Also 4.4., also vor der Woche. Morgen. Aber es kommt doch heute, ist der 10. April, Leute. Genau, ist ja schon. Ja, du hast verpennt, genau. Ja. Wie, große Fans reinziehen. Nee, aber morgen laufen die neuen. Aber es ist ja nicht morgen, 3 ist ja und 4. Letzte Woche. Aber nächste Woche 3 und 4. Ah, ja, nochmal. Wir sind in der Zeitschleife gefahren. Heute ist doch live. Heute laufen 3 und 4. Also jetzt sind alle 6 Folgen sind jetzt online. Jetzt gibt es toll, Leute. Und egal, Leute, 6 Folgen lohnt sich. GNTM läuft daran auch. Habe ich früher mal mit meiner Schwester geguckt. GNTM? Ja, war geil. Hab ich geliebt. So, ich werde die nächste Runde moderieren. Ja. Wer die grüne Kugel zieht, muss einen einminütigen Freestyle-Rap hinlegen und sich dementsprechend cool bewegen. Oh Gott, das ist das Schlimmste. Das ist das Allerschlimmste. Hände! Nein. Oh Gott. Hast du gesehen, oder was? Okay. Warte, ich hab noch. Ich ist einmal zu wenig. Hier, da. Da. Oh, hier, da. Das ist der grüne. Hast du den Arsch schon gesehen, Junge? Raus! Ja! Ja! Yeah. Yeah. Oh, Oskar ist eingefallen. Oh Gott, Digga. So eine Freude. Hast du dich verletzt, Digga? Hast du dich verletzt? Ich bin hier aufgefallen. Das war cringe, Digga. Das war cringe. Das war meine Aufgabe, Digga.
pass auf, dass du nicht da wieder runterfällst. Nee, alles gut. Okay, ich mache ein liebes Track, okay? Okay. Für Florian. Yeah. Okay. Florian, du bist der König meines Herzens, für dich fliege ich zu den Sternen. Mann. Und schenk dir meine Seele, ohne dich. Für bewegen wir ich nur ein blödes Stück. Auf der Straße ganz alleine stehe ich nachts im Regen. Wie soll ich mich bewegen? Den haben wir. Der ist tut mir leid. Florian. Nicht schlecht. Ich spiele mehrere Instrumente. Ah, welche denn? Gitarre, Schlagzeug, Bass, Geige und Trommel. Kontrabass. Und Flöte. Und Kontrabass, Saxophon. Flöte auch. Und Saxophon spiele ich auch noch, ja. Spiel mir alles vor, du kannst alles. Aber nicht. Ey, du kannst was richtig gut, Digga. Ja, krass, Digga. Ja, stimmt. Aber habt ihr hier ein Instrument? Oh yeah, oh, oh, Benjamin. Das kann er wirklich. Kann er echt. Ja. Okay, das war's. Geil, Mann. Danke. Benni, nimm doch mal ab, mach doch mal was. Und du, Benni, du achtest darauf, dass er nicht mehr abkippt. Wer die grüne Kugel zieht, muss die Geräusche machen. Ah, passende Serie, die er wahrscheinlich von sich geben würde, wenn an ihm ein Strap-on-Dildo ausprobiert wird. Ende rein! Profi, ne? Ah, jetzt bin ich es, glaube ich. Ich hab's gepickt. Ich hab keinen Ball. Die Aufgabe geht aber nicht mehr. Ich bin's, ich schwöre es, ich bin's. Ich spür das, ich spür das. Ich hab keinen Ball, Mann. Ja, irgendwie gucken wir mal. Raus! Ja! Leo, Alter. Oh Gott. Ganz kurz, wo du es machst, ist ja auch bei Intimate eine Szene, da bist du ja quasi jetzt begattet. Wie dreht man sowas? Einfach machen, ne? Einfach mal Impro, ne? Impro. Ja. Impro. Ah, sehr gut. Wieso hast du es nicht jemand anderem gegeben, diese Aufgabe, das nachzuspielen? Nee, ich hatte da mal Lust drauf. Ja. Und dann, nee, im Prinzip, ich weiß gar nicht, das ist so, das hat zur Rolle gepasst. Max hat früher mal im Sexshop gearbeitet und deswegen konnte er sich so gut aus, ja. Was haben die Leute gekauft? Lecktücher oder irgendwie was anderes? Unter anderem. Ja. Lecktücher, aber das war, irgendwann wurden die, glaube ich, verboten. Das war so eine spezielle Marke aus Holland. Hm. Lecktücher habe ich nicht verstanden. Ich auch nicht. Nee. Ich check das gar nicht aus. Ja, du legst das drauf und legst es. Das ist wie so ein Kondom, nur halt flach. Ja, aber drauf und drauf? Da kann ich mir auch so ein Tempo in den Lauf legen. Nee, das ist ja intensiver dann. Nee, das ist das Verhütungsmittel. Ja. Das ist das Verhütungsmittel. Du hast keine Geschlechtskrankheiten am Mund. Das ist kein Verhütungsmittel. Das ist einfach nur, wenn man eine Frau mit der Zunge begatten möchte und man hat keinen Bock auf die Geschmack. Nee, aber ich auch glaube, damit, damit du auch keinen Geschmack hast. Aber es gibt die auch mit Geschmäckern, glaube ich, so die Lecktücher. Da gibt es Vanille, Schoko und so, Cola Zero. Ja. Gut, dann die Aufgabe muss erfüllt werden. Ja. Spielst du Trap-On rein. Und bitte. Genau. Noch kurze Stille. Einmal atmen. Alle Stille. Und dann machen wir einfach direkt weiter, ohne zu kommentieren. Okay. Oh nein, das ist echt scheiße, Leute. Okay. Au! Wer die grüne Kugel zieht, muss sich von jedem anhauchen lassen und dann feierlich verkünden, wer den krassesten Mundgeruch hat. Boah. Oh mein Gott. Ich bin gefickt. Ich hab keine Kugel. Hände raus! Ja, Gott, ja! Ja, ja, ja! Digga, das Ding ist, wir wollen richtig Kaffee atmen. Zu meiner Verteidigung, ich habe gerade eben einen Schluck Kaffee getrunken. Ich auch. Ich habe gerade einen Kaffee und leider eine Zigarette auch noch. Du gehst zu jedem und lässt dich anhauchen. Zwischen euch beiden wird sich entscheiden. Oh. Ey, wie gesagt, hier ist mein Kaffeebecher, Leute. Bruno. Scheiße. Kaffee und Kippe. Aber nicht nur Intimate ist eine tolle Serie, auch die Discounter natürlich. Und gucke ich sehr gerne. Wann kommt Staffel 3? Können wir uns freuen? Staffel 3 kommt jetzt Ende des Jahres. Genau. Hey. Aber gerade darf man das schon sagen? Doch, ja, Alter. Ja, na klar. Wir haben es gerade zu Ende gedreht. Es wird eine richtig schöne Winterstaffel tatsächlich. Wir hatten vorgestern Abschlussfest. Und wie war's? War richtig geil. Wir hatten einen Zauberer und wir hatten einen Tätowierer. Mhm. Und Oskar hat sich gleich drei neue Tattoos schicken lassen. Sollen wir zeigen einmal? Ja, zeigen! Okay. Das hier hat Leo gestochen. Sauber. Das hat Max gestochen. Und das hier hat Bruno gestochen, das KB. Wer die grüne Kugel zieht, muss einen Mitspieler seiner Wahl einen extrem emotionalen Heiratsantrag machen. Hände rein! Nein, ich hab keinen Ball. Ich hab keinen Ball. Ein doofes Gefühl. Es gibt keinen Ball mehr. Ich bin's. Hände aus! Nein! Ja! Aber das wird sich nicht. Ich bin wieder runtergefallen. Eine Person deiner Wahl jetzt einen ganz emotionalen Heiratsantrag machen. Die meinen Zwingensbruder. Die Folge 2. Da geht's auch auf die Knie nämlich. Hat jemand einen Ring? Ja. Lieber Emil. Das ist so peinlich.
Ich würde dich gerne heiraten. Nein. Danke. Und ich wollte dich fragen, Tiefen gegangen oder so, ob wir heiraten wollen. Ob du mich heiraten willst. Nein. Oh. Aber gut, dass wir es nochmal. Aber er hat sich getraut. Er hat sich getraut. Okay. Du hast getraut, das zählt. Ich hätte, ja. Wärst du mein Zwillingsbruder nicht, hätte ich ja gesagt. Ja, genau. Ja. So, ihr wohnt ja irgendwie fast zusammen. Ihr habt ja zwei WGs, die teilen sich ja auf. Wer wohnt bei wem? Wir wohnen zu dritt. Wohnen zusammen. Und die zu zweit. Ja. Okay, also eine Geschwister-WG und eine Kumpels-WG. Ja, übrigens müssen wir ganz kurz in eigener Sache, muss ja auch was bringen für uns. Wir drei suchen, ab drei Zimmer aufwärts, gerne. Okay. Also wenn ihr irgendwas in Hamburg, und in den coolen, Und finanziell, bis wohin? Speicherstadt oder wo? Erstmal alles gerne schicken, wir machen alles erstmal schicken, auf Instagram einfach. Okay, in den coolen Ecken von Hamburg. Coolen Ecken, die Hamburger wissen das dann. Die Leute, die Hamburger wissen Bescheid, ja, ihr haut rein hier und macht euch einfach mal, hat die Ohren mal auf. Geil, vielen Dank. Danke. Ach, Hamburger Akzent. Sagst du einmal noch ganz kurz, weil ich habe eben gemerkt, ich habe das schon 100 Mal gehört, aber die Jungs möchten einmal den Dieter. Ich gucke ja so wenig. Pariser guckt auch nur Scheiße. Die kleine echt. Das ist gut, ey. Das ist gut. Ja, und die Intimate, geile Serie. Mach die mal fertig, das Bohnen. Ey, so eine Scheißserie habe ich noch nie gesehen. Ey, macht was anderes, Dennis. Und er ist mein super, total guter Kollege. Es gibt nur Bruce für mich. Und direkt nach da kommt Bruce. Katja Pietro und so. Aber du, was du immer raushaust in deinem Rücken, tut mir voll leid. So, oh, echt, was du machst. Das auf Kommando, Digga, das ist nicht schlecht. Danke! Ja, danke, danke. Das war an diesem Tisch wird gecringed mit dem Intimate-Cast. Dankeschön. Warst du das schon? Kann man sagen? Wirklich ganz toll. Ich muss erstmal eiskalt duschen gehen. War schon teilweise echt peinlich. Oben gibt's ein Video von der Comedy-Panel-Show Falsch, aber lustig. Mhm. Und unten gibt's Wie die Wills wissen mit Niklas Wilson-Sommer. Bleibt sauber und macht euch mach geile Scheiße, ja, komm, ja, DSDS, komm zurück, 2024. Tschüss, Freunde!